So, moin moin ihr Lieben, nachdem gestern Union Berlin bei mir im Transfercheck auf Rang 18 gelandet ist, machen wir heute mit Rang 17 weiter und ich verrate schon mal so viel, Rang 18 war absolut eindeutig, Rang 17 echt schwierig. Für mich gibt es zwar zwei Vereine, die haben sich eigentlich Rang 17 verdient. Ich habe jetzt wegen eines Verkaufs, beziehungsweise eher so wegen der Verkaufsstrategie dieses Vereins, ihn auf Rang 17 gesetzt, weil ich da einige, ja, Fragezeichen auf jeden Fall habe. Ich verrate so viel, beziehungsweise wenn ihr Thumbnail gesehen habt, wisst ihr alle, Rang 17 schaffte bei mir die TSG aus Hoffenheim. Gesamtbilanz der TSG um Geschäftsführer Rosen liegt bei minus 6,55 Millionen Euro. Muss nicht unbedingt viel sagen. Auch ein Minus kann mal sinnvoll sein. Wir schauen, durch den Verkauf von 22 Spielern wurden 37,5 Millionen eingenommen, aber 44,05 Millionen wurden ausgegeben für eben 19 Spieler. Genau. Fangen wir bei der TSG mit der Verkaufsseite an. Wie gesagt, da habe ich so ein bisschen meine Kritik dran. Keine Kritik an dem Verkauf von Christoph Baumgartner. Er wurde damals U19, zweite Mannschaft, hochgezogen in die erste Mannschaft. Jetzt für 25,5 Millionen an RB Leipzig abgegeben. Sehe ich tatsächlich transfertechnisch als eine Erfolgsgeschichte. Absolut verständlich auch für mich. Der Verkauf Stefan Posch zum FC Bologna, Monastir nach Chahab Al-Ahly zusammen 6,5 Millionen Euro. Zwei Verkäufe, die ich gut nachvollziehen kann, muss ich sagen. Frage ist aber, warum kaufe ich zu Saisonbeginn zum Teil für viel Geld einen Julian Justwan, einen Attila Szalai, um beide Spieler keine 6 Monate später an die Konkurrenz zu verleihen? Schauen wir uns aber gleich noch mal ein bisschen genauer an, wenn wir zu den Einkäufen gehen. Und jetzt schauen wir ganz kurz zu dem, wo es richtig, richtig bitter wird. Für mich der Verkauf von Kevin Vogt in der Winterpause an Liga-Konkurrenten Union Berlin für gerade mal wohl 1,5 Millionen Euro. Hier findet man keine so ganz genauen Zahlen, ehrlich gesagt. Man muss fairerweise sagen, dass Vogt wohl extrem diesen Transfer auch gepusht hat. Und wenn sowas passiert, dann ist mein Verein manchmal einem die Hände gebunden. Aber trotzdem, schade nach doch relativ erfolgreichen Jahren für Vogt bei der TSG aus Hoffenheim, dass es dann am Ende so auseinandergehen muss. Größtes Fragezeichen für mich aber natürlich, und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, Angelo Stiller. Hier muss ich meiner Meinung nach die TSG fragen, beziehungsweise vielleicht auch Breitenreiter Matarazzo, warum sie Angelo Stiller nicht ins Laufen bekommen haben. Hoeneß hat ihn in seiner Zeit bei der TSG aus Hoffenheim, hatte er große Freude an ihm, und ich glaube, noch größere Freude hatte er, als er erfahren hat, dass er es schafft, seinen Schützling von damals für schmale 5,5 Millionen Euro zum VfB zu lotsen. Das Ende der Geschichte sehen wir, wenn wir jetzt nach Stuttgart gucken, und ich finde, das ist keine Ahnung, Märchenstory, die man so hätte nicht kommen sehen können, sondern ich fand Stiller unter Hoeneß damals schon wirklich, wirklich gut. Genau, das ist schon meine größte Kritik auf jeden Fall, Angelo Stiller für 5,5 Millionen zum Ligakonkurrenten Stuttgart zu geben. Damals Ligakonkurrenten, jetzt ist Stuttgart eine andere Ebene. Und der Transfer wird umso bitterer, wenn du dir überlegst, dass sich die TSG als Ersatz einen Anton Stach vom Ligakonkurrenten Mainz 05 geholt hat. Und nicht falsch verstehen, Anton Stach, super Spieler, funktioniert auch wirklich gut bei der TSG. Zumindest funktionierte er ganz gut bis zum 29. Spieltag. Da hat er gegen Mainz nicht ganz so hervorragend gespielt. Seitdem saß er zweimal auf der Bank. I don't get it why. Aber 11 Millionen Euro wurden für Anton Stach gezahlt. 5,5 Millionen hat man bekommen für Angelo Stiller. Boah, das Verhältnis stimmt dann halt an der Stelle auch nicht so ganz. Also von dem her, ja, ist das so ein bisschen meine Kritik an der Geschichte. Aber wie gesagt, Anton Stach an und für sich eine Erfolgsgeschichte. Weitere Erfolgsgeschichten, ganz klar. Die Rückkehr von Maxi Bayer, Leihe zu Hannover 96, da fand ich ihn gar nicht so überragend. 0 Euro Rückkehr Maxi Bayer läuft bei der TSG jetzt. Genauso ablösefreie Rückkehr Florian Grillitsch von Amsterdam läuft richtig gut. Und was eigentlich auch richtig gut läuft, ist Tim Drexler. Hochgezogen von der zweiten, 0 Euro Invest, funktioniert perfekt. Aber Tim Drexler funktioniert auch perfekt, meiner Meinung nach, als Finger in die Wunde der linken Abwehrseite der TSG aus Hoffenheim, weil hier muss man sich fragen, und das ist so mit ein Grund, warum die TSG bei mir auf Rang 17 landet: Was habt ihr vor auf der linken Abwehrseite? Letzte Saison auf der Position Stanley Nsoki für unglaubliche 12 Millionen Euro verpflichtet.
Hat nicht sofort eingeschlagen. Was macht man dann? Man kauft auf genau dieselbe Position einen Atidas Zalai für 12,3 Millionen Euro von Fenerbahce aus der Türkei. Genau, da das dann auch nicht sofort perfekt und optimal funktioniert, verleiht man ihn dann halt einfach in der Winterpause, wie gesagt, an Konkurrenten Freiburg und setzt Tim Drexler ein. Ja, das ist so ein bisschen für mich das Prinzip Geld verbrennen. Und linke Abwehrseite, jetzt kann man zur linken Schiene gucken, da sieht es im Grunde genommen genauso aus. Hier hatte man die Saison davor, Robert Sko, defensiv nicht ganz so zuverlässig, der junge Mann. Was mache ich also aus TSG Hoffenheim? Ich hole mir einen Marius Bülter für 3 Millionen, ich hole mir einen Julian Juston für 2 Millionen. Auch zwei Schienenspieler, auch defensiv nicht ganz so zuverlässig, um diesen Robert Sko zu ersetzen. Wie gesagt, Juston wird dann in der Winterpause direkt weiterverdienen. Er wird dann ersetzt durch David Jurasek als Leihe von Benfica Lissabon, der durchaus wahrscheinlich defensiv der interessanteste ist, aber auf ihn wird derzeit zurückgegriffen, auf Robert Sko. Okay, genau, weiß die TSG wohl am besten, was sie sich dabei denkt. Ich weiß auf jeden Fall, dass das alles Gründe für Rang 17 in meinem Transfercheck sind. Und schließen wir unsere Kritik im Sturm ab. Wout Weghorst, 1,5 Millionen von Burnley zu leihen, er ist nicht nachhaltig. Ist aber okay, ob es funktioniert oder nicht. Nicht überragend, nicht komplett überzeugend, aber wie gesagt, okay. Aber dann tatsächlich die Frage, Mergin Berisha sich auch noch mit dazu zu holen. Also der Sturm ist schon aufgebläht. Wir haben hier auch noch ein Bebu rumrängen. Wie gesagt, gibt es einige offensive Spieler. Jetzt hole ich mir noch einen Mergin Berisha für 14 Millionen Euro von Augsburg. Bei Augsburg, muss ich gestehen, hat er mich nie komplett überzeugt. Klar, erste 10 Spiele haben ihn bei der TSG aus Hoffenheim auch nicht überzeugt. Dann der Kreuzbandriss, das ist erstmal gelaufen. Ist jetzt natürlich schwierig, hier noch wirklich was dazu zu sagen, wie sich Mergin Berisha entwickelt hätte. Vielleicht sehen wir ihn nächstes Jahr und er lässt mich Lügen strafen. Ich glaube, so sagt man das. Aber das sind auf jeden Fall alles Gründe, warum die TSG aus Hoffenheim bei mir auf Rang 17 im Transfercheck gelandet ist. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Findest du Rang 17 berechtigt für die TSG? Wo hättest du sie einplatziert? Und was denkst du, mit welchem Verein hat die TSG aus Hoffenheim ganz, ganz knapp um Rang 17 konkurriert? Und das heißt, wer landet bei mir morgen auf der 16? Schreib es in die Kommentare. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.